Der Ilmaz Z. ist sich gewöhnt, nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Aber was der IV-Rentner heute am frühen Morgen durchmacht, das stellt alles andere schon Erlebte in Schatten. Eine Horde Jugendliche attackiert am Zürcher Hauptbahnhof den Ilmaz Z. und rührt ihm alles an, was ihm gerade in die Finger kommt. Der Ilmaz Z. ist seinen Angreifer ausgeliefert und wird durch den ganzen HB gehitzt. Das Opfer ist wütig und immer noch unter Schock. Melchior Bruder. Der Ilmaz Z. ist am Boden zerstört. Ausgerechnet er, der IV-Rentner, der sonst schon nicht leicht hat im Leben, wird heute am Morgen um 6 Uhr von mehreren Jugendlichen attackiert. Tut's ihnen weh? Alles. Alles tut's mir weh. Angefangen hat alles schon im 31er Bus. Der Ilmaz Z. fährt von der Langstrasse am Bahnhof. Im Bus pöbeln ihn die Jugendlichen an. Wo er aussteigt, versucht der Ilmaz Z. vor ihnen zu flüchten. Ich habe immer wieder hinterher geschaut, die sind immer mir nachgelaufen bis dort hin. Dann habe ich gedacht, jetzt kann ich mal in den richtigen Bahnhof, dann bin ich ein sicherer. Nein, ich bin leider auch dort nicht sicher gewesen. Haben Sie Angst bekommen? Nein, Angst und Geld habe ich keine. Da bin ich da rein. Da reingegangen. Schnell wie möglich. Die haben mir immer gesagt, komm da her, komm der Hurensohn, komm, ich bin kein Hurensohn. Meine Mutter ist gestorben. Lass meine Mutter in Ruhe, Baby. Doch der Ilmaz ist allein und zu langsam. Die Jugendbande bewirft ihn mit Holzscheit und Holzlatte von einer Baustelle am HB. Links und rechts haben sich versteckt. Wenn ich auf einer gegangen bin, der andere hat mich von hinten angegriffen mit Latten. Also richtig gemein. Richtig fies. Nicht nur gemein, fies. In der Bahnhofshalle kommt der Ilmaz den Hilfe von der Polizei über. Zusammen verfolgen sie die Angreifer in unterirdischen Bahnhof. Genau da haben sich am Anfang einer von denen sich hinzumachen, so hinterschleichen, so unschuldig. Dann haben wir genau da hineingepackt, genau da zu. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage, dass vom Ilmaz Z. eine Anzeige gegen seine Peiniger eingegangen ist und auch, dass man in dem Zusammenhang im Hauptbahnhof zwei Jugendliche hat können festnehmen. Sie haben irgendeine Kopfverletzung, was haben Sie ins Gefühl? Ziemlich sicher, eine Hirnentschütterung, ziemlich sicher. Sehr ziemlich sicher bin ich. Und darum gibt es noch eine letzte Zigarette und dann geht es ab zur Untersuchung im Notfall am Unispital. Erst aus der Übersicht von einem Hochhaus oben wird einem bewusst, wie weit der Raser mit seinem silbrigen Sportwagen nach dem Aufprall noch geschleudert ist. Der Ramis Krasniqi ist ganz schön verschrocken, wo die beiden Autos zusammengetatscht sind. Ja, ich bin gewesen in der Stube, sitzen. Dann habe ich gehört, so Lärm gesehen. Wie Flugzeug, habe ich gemeint, kommt ein Flugzeug in den Block hier, oder?